Moin, hier ist Heini. Jetzt geht das weiter und ihr seht wieder ein neues Gerät bei mir. Und zwar, da geht Schlag auf Schlag, ne? Und auch das habe ich mir gekauft. Das hat mein Engel mir gesponsert. Und zwar, wir hatten noch so einen kleinen Spardose rumstehen. Den haben wir ganz vergessen. Da habe ich gesagt, oh, komm, ich mach die mal aufnehmen. Und hat sie gesagt, jo, mach mal eben. Und da war mehr Geld drin, wie erwartet. Und da habe ich mir sofort den aber Amazon Prime bestellt. Gestern gekriegt. Habe ich noch nicht aufgepackt. Und jetzt werde ich den aber mal auspacken. Und zwar ist das der Einhell Classic TCRO 1155E. Und gibt auch noch ein Nachfolgemodell von, der kostet, also dieser kostet 59 Euro ungefähr und der Nachfolgemodell kostet 77, hat ein bisschen mehr Power. Und dieser Nachfolgemodell hat auf jeden Fall auf selbst.de, selbst ist der Mann, kennen bestimmt viele Handwerker, sogar unter den Heimwerkergeräten, nicht die Profiliga, sondern Heimwerker in den ersten Platz gemacht. Dann kann dieser hier nicht viel schlechter sein, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ja, ich hatte noch nicht aufgemacht. Da bin ich mal gespannt. Diesmal wollte ich mal eben mit euch das alles selbst machen. Ne? Also ist kein Koffer dabei, sondern ist jetzt dieses hier dabei. Handschuhe brauche ich, mir ist verdammt kalt. Das ist Saugabnutzung, wenn man diesen Kopierring runterpacken möchte. Den haben wir hier, ist klar, die für die Führungsschiene. Also hier sag schon, Paralleleinschlag. Der wahrscheinlich hier drin ist. Oho, Geschenk im Geschenk. Ach, hier haben wir so einen Koffer, okay. Da ist, wie gesagt, hier ist die Kopierhülse. Kopierring oder Kopierhülse, je nachdem. Der wird dann garantiert wieder, denke ich mal, ne, so befestigt. Schrauben, genau. So, hier haben wir dann diese Schaft, diese... Wie bescheuert, ich komme nicht auf ein Wort, ey, ne? Der Oberfräser, dieser Schaft ist das. 6 mm und 8 mm. Hier ist die Zentierspitze, wenn man Kreise sägen will. Du kannst das hiermit auch machen. Ein Kreis sägen, dann kommt da genau anders um. Und dann kannst du auch einen Kreis sägen. Ne? Hier ist der Schlüssel. Und hier ist die Lok. So, das war dieser jetzt. Wenn ich blaue Lippen habe, das ist richtig kalt. Ich habe gerade mein T-Shirt neu gemacht. Ne? So, und hier ist das gute Stück. Und Bedienungsanleitung. Oh, hier ist noch ein Fehler drin. Ne? Und noch so ein Feststellschraube. Ich bin mal gespannt, wo der fehlt. Hier ist Bedienungsanleitung drin, ist alles dabei. Auch auf Deutsch alles. Ja, Originalanleitung. Okay, alles auf Deutsch. Fertig. So, ist nichts mehr drin. Ist nichts mehr drin, aber dieses Zubehör, das werden wir gleich in eine Tüte mit reinpacken, denke ich mal. Dass das auf keinen Fall wegkommt. Ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Wie sieht das Gerät überhaupt aus? So, ne? Ich habe das noch nie mit gesehen, ich habe noch nie mit gearbeitet. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war für mich jetzt sehr wichtig. Ich bin mal gespannt. Und zwar, ich hatte ja vom Discounter eine Oberfräse. Und wenn ich am Fräsen war, da hast du im hier in der Stange, ne? Spiel gehabt. Hast du hier gar nicht. Kein Stück. Das ist schon mal sehr gut. Da hast du nämlich gemerkt, wenn du am Fräsen bist, so ein bisschen, war jetzt nicht so, das war 0, keine Ahnung wie viel Millimeter. Aber das hast du minimal gemerkt. Und hier ist ja fest, hier ist gar kein Spiel drin. Kein Stück. Das ist schon mal sehr gut. So, was ich auch gut finde ist, wenn du das in der Hand hast, dass du jetzt alles hier, ne, drückst du, rechte, also hier in der rechten Hand, dann geht da an, runter. So, echt super. Da kann man das auch gleich hier festmachen, locker machen. Und hier hast du Drehzahlbegrenzer, Drehzahleinstellung hier am Daumen. Kannst du dann, werden wir gleich nochmal testen. Ne? So, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, so, hier ist jetzt dieser Ersatzteil bei gewesen, Fehler und so. Das ist alles nicht hier. Nö. Der ist da drin. Ach ja, das ist da von der anderen Seite. Alles klar. Und da kommen auch die Feder dann drauf. Alles klar. Das ist dann für die Gewindestangen. So. Gleich festdrehen. So. Nicht ganz festdrehen. Naja, ja, mit Parallelen schlecht testen. Aber der sieht stabil aus. Der sieht groß aus, nicht so klein. So, mein Jungchen, ne?
Und dann werde ich, glaube ich, den anderen unter meinen Tisch einbauen. Das war der Bosch drin, den würde ich aber einen kleinen Korb für bauen, weil der gebrochen ist. So, wie viel Watt hat dieser hier nochmal? Und zwar kann ich euch das mal gleich sagen, 1100 Watt. Und wie gesagt, die Nachfolgemodelle hat ein bisschen mehr Watt, aber das andere, diese andere Fräse, die habe auch 1100 für meine Arbeit, reicht das sozusagen. Ne? Aber der liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Ne? Echt stabil. So, wenn wir jetzt, wie gesagt, hier zack, festklemmen, hast du hier noch die Möglichkeit, Entschuldigung, hiermit noch die Möglichkeit, Millimeter Feintuning zu machen. Ne? Da kannst du dann noch haargenau mit einstellen alles. Schön. Hat auch nicht jede Fräse. Also meine andere Fräse hat das auf keinen Fall. Und die eine, die ich von Bosch habe, hat das auch nicht. Nö. Nö. Da ist nur ein Knopf, wo da drunter geht. Ne? Der hat das auf keinen Fall. So, das hier kennt ihr ja. Wir wollen mal eben, ich habe ja hier glaube ich 6 mm oder 8 mm Schaften oder so. Wo bist du denn, ne? Die Kreise, das ist mit Kopierring. Der kommt da rein. Ich würde demnächst noch so einen Jig bauen. So einen Sag schon. Also Festool hat halt, wo du die, wenn du was Eckiges ausfräsen musst, dieses, wie heißt die Schablone nochmal? Auf Englisch heißt die Frame, Router Frame. Ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Und das will ich nachbauen, mache ich auch ein Video von. Weil wenn ich meine Tischkreissäge baue oder so alles, ne, damit ich da vernünftige Führung habe. So. Ach ja, der ist ja, hier ist ja schon 8 mm drin, der 6 mm ist da. Und jetzt brauche ich meine Oberfräse, ne. Paar Fräser. Bist du Fräser? Ist er. So. Nehmen wir mal einfach irgendwas raus hier. Ne? So, schon mal ein bisschen drehen. So. Schlüssel. So, die können wir auch schon mal aufmachen. Der Kurbel hier, du. So, ich will gleich mal einen Frästest machen. Ach ja, genau, das ist ja dieses Ding, was ich sagte. Ich habe wohl kalte Hände, weil so kalt hier drin ist. Wenn ihr diesen Kopierring aufpackt, ne, dann kommt der von unten auch fest und den müsst ihr dann hier mit ranschrauben. Ne? Versteht ihr? Darum sind die Schrauben dabei gewesen. Hier kommt die Absaugung ran. So, Mülleimer kommt morgen dran. Also, ich finde das schon mal sehr gut, dass ich hier gleich Drehzahl ändern kann. Mit Daumen kann ich alles fixieren. Und dass da kein Spiel drin ist. Sehr schön, das gefällt mir. Dieses Ding mag ich persönlich jetzt weg wahrscheinlich, weil ich bin ein Glubschi-Auge und ich sehe das denn nicht so toll. Naja, ich werde es überlegen. Ich werde es mal gucken, ob das bleibt oder nicht bleibt. Oder wackelt es, das ist das Schöne da dran. Toll. So, dann haben wir alles festgemacht. Das Loch in der Mitte. Okay. Schön. Ich will nur mal gucken. Ist doch geschützt. Ich komme nicht auf dieses Wort, ne? Oh, das ist sonst diese Stäbe, wo das drauf läuft, ey. Ich kann ja wohl nicht angehen, dass ich das nicht weiß, ne? Ist geschützt auch. Das habe ich bei meinen anderen auch nicht. Das ist cool, wie das nicht so verschmutzt und muss ich jedes Mal einsprühen mit W40 oder irgendwie sowas, dass das ein bisschen geschmeidiger wird, ne?
Wie gesagt, hier kannst du das gleich an- und ausmachen. Hier kannst du das gleich feststellen und wieder lösen. Höhenverstellbare Dinge hat er. Revolveranschlag hat er hier. Oh, hat sowas alles, was man haben muss. Und wie gesagt, stabil und hat nichts. Was stört bis jetzt? Ich will mal ganz kurz ein Stück Holz. Ich brauche ein Stück Holz. So, ich will aber eben gleich mal eben ein Stück fräsen. So, da bin ich auch mal gespannt, ne? Wie der klingt. So, ich mache mal kurz an. Drehzahl habe ich jetzt runter eben. Wie gesagt, der nur 1100 Watt, aber ne? Bis jetzt sieht das ganz toll aus. Ich will mal ein Stück fräsen. Ich will die Kamera mal eben dahin halten, damit ihr dann seht, was ich hier mache. Ups, da kommt, wenn man das nicht hoch macht, wie ich, ne? Sieht sehr sauber aus. Sieht echt sauber aus. Wie ist das, wenn ich vorne das Hirnholz mache? Wieder hoch machen. Frech super. Was ich aber jetzt überlegt habe, was ich mache, ne? Dieser Schutz lasse ich dran, weil ich hatte mir mal von Wish Fräser bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr Wish kennt, das ist ein Handy-App, kriegst du günstig aus China-Produkte. Und dieser Fräser ist mir voll am Kopf geflogen, weil er abgegangen ist, ne? Also ist kaputt gegangen und das wäre mir hiermit nicht passiert. Also lasse ich den dran, definitiv. Weil ich sehe gerade, Sicht ist ganz gut so, wenn ich so gucke, ne? Sicht ist ganz gut so. Und das gefällt mir auch. Und ich hab den auf 3 erst gehabt, ne? Der muss ja noch ein bisschen mehr Power haben, wenn ich schussel. Dann machen wir nochmal, ne? So. Den machen wir mal ganz runter. Ups. Ganz runter wieder. So. Ja, ist top. Gefällt mir toll. Und wie gesagt, dieser Schutz finde ich jetzt sehr gut. Den kann mir, habe ich nicht die Gefahr, dass mir was auf die den Kopf fliegt, wie damals dieses China-Produkt. Weil dann ist das geschützt hier, ne? Und auch gerade die Späne sind mir nicht am Kopf geflogen. Das Friesbild sieht auch ganz gut aus. Nacharbeiten, top. Also jetzt die Ecke wollte ich nochmal und super. Gefällt mir. Gefällt mir auch vor allem, hier ist kein Spiel drin, ne? Das wackelt ja, okay, das wackelt auf dem Tisch jetzt, ne? Aber diese Führung wackelt nicht. Gefällt mir. Wie gesagt, hier hast du diese Höhen, Millimeter genaue Einstellung noch. Sehr schön, sehr schön. Wir können mal eben, ja wie gesagt, hier die Schiene, das kennt ihr eigentlich auch alle, ne? Das ist das neue Parallelanschlag. Ist ja nichts Neues. Das kennt ihr. So, ich habe auch noch mit abgebaut alles, ne? Was mir sehr gut gefällt, ist sehr leingängig. Seht ihr da? Und was mir sehr gut, dass alles hier, wenn ich was bewege, dass ich was führe, da die Drehzahl hier ändern kann, dass ich an- und ausmachen kann hier mit, dass ich, ne, hier Höhen und Tiefe gleich verstellen kann, feststellen kann. Und dieser Schutz, wo ich dann überlegen, warum ich ihn abmache, definitiv lohnt ich das Ding dran.
Fällt mir gerade auf, weil, wie gesagt, ich habe ja dann Kopfkrägen. Ich habe schon mal einen am Kopf gekriegt von diesen China-Produkten. Ist mir eine Fräse kaputt gegangen und den Kopf hätte auch ins Auge gehen können. Und weil ich schon so keine Schutzbrille auf hatte, was man eigentlich machen sollte, habe ich vergessen. Ich sehe euch nicht mehr. Was man eigentlich machen sollte, Schutzbrille, mal wieder nicht, ne? Bis was echt passiert. Lasse ich das, dieser Schutz auf jeden Fall dran. Doch. Ne, der ist sauber, da kann man schön durchgucken. Das Fräsbild. Sehr schön. Gefällt mir. Habe ich was vergessen zu sagen? Wie gesagt, hier ist ein Kunststoffding, das ist wahrscheinlich Ersatzteil. Ersatzteile kriegst du ja bei Einhell ohne Probleme nach. Kann man abschrauben. Schön. Und ich bin mal gespannt mit diesem Kopierring. Das werde ich dann vernünftig zeigen, wenn es soweit ist, wenn ich mein Router Frame fertig habe. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie hieß das nochmal? Auf Deutsch, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Weiß ich nicht mehr. Also meine Lieben, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Da klötert und klappert nichts und vor allen Dingen sehr fest. Jetzt weiß ich auch, warum der andere auch Test hier gewesen ist. Dieses Nachfolgemodell, der ein bisschen mehr Power hat, aber der hat ja auch schon so genug. Ich habe auf 5 oder 6 Grad gehabt, ne? Also Dampf hat er auch auf jeden Fall. Ne? Sehr schön. Und wie gesagt, die Stangen hier natürlich kennt ihr alle. Die Führungen kommen da rein. Zack, und dann könnt ihr da vernünftige Führungen machen. Das Ding wird dann andersrum gemacht. Der Zentrierspritz habe ich gerade weggepackt. Könnt ihr auch Kreise mitmachen, ne? Ja, meine Lieben. Also, mir gefällt das sehr gut. Hab wieder ein Gerätchen mehr, was in Rot ist. Jetzt fragen die sich bestimmt alle, hast du wieder Einhell? Sponsor Einhell das? Nein. Wäre toll, wenn es so wäre, ist aber nicht. Ich will alles günstig haben und einfach eine Marke, ne? Und da fällt mir eigentlich nur Einhell an, was ich hier dagegen kriege. Ich weiß ja nicht, was sonst so ist, ne? Und ich bin davon, also mit Einhell-Produkten bin ich voll überzeugt, ne? Also, meine Lieben. Gefällt mir. Muss ich sagen, ich packe das schon mal so hin, weil ich gleich wieder ein Bild mache, mein Thumbnail-Bild. Okay. Ihr kennt das. Ich sage, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben, nicht nach unten, nach oben machen. Und mal gucken, was als nächstes kommt, was ich als nächstes hole von Einhell. Muss erstmal wieder spawnen. Ne? Gefällt mir sehr gut. Ich sage, in diesem Sinne, ab in die Rinne und wie macht ihr Pudel? Tschüss.